Dann schreiben wir immer noch den Anfang Zar. Irgendwann kurz nach Sonnenaufgang. Die übrig gebliebenen Helden haben sich gerade nach einer kurzen Erholung in der Klaschemba aufgerafft und müssen sich nun ja, nach oben begeben, um dort die Kontrolle über das Schiff an sich zu bringen. Jetzt steht ihr gerade im mittleren Gang. Jagold Riedkötter ist gerade von den Toren der Niederhölle zu euch gekommen und sagte noch irgendwas von der Typ ist wahnsinnig, was alle anderen wohl bestätigen können. Tja, also er wird jetzt nach unten gehen und sich dem Ding stellen, schätze ich. Werden wir nicht von abbringen können. Also wie gesagt, ich habe ihm einmal das Leben gerettet, ich mach's nicht nochmal. Er hat ein zertrümmertes Knie. Ich glaube, er hat sich da jetzt mehrere Waffen genommen. Ich glaube, er sagte was von Äxten und versucht sich jetzt, glaube ich, ans Bein zu nageln als Schiene. Ich sagte nicht, dass was auch immer er tut, eine gute Idee ist. Denke, der Auch Mann wenn ich weiß da schon, was er nicht tut. unbedingt allzu laut drüber reden sollte. Ich sagte nur, dass er es vermutlich tut. Ja, ihr Denke, könnt der Mann. auch etwas entfernt durch die Gänge gedämpft hören, wie er schreit. Das ist definitiv sein Schrei, aber ein Genießen, was darin liegt. Also so Schmerzensschreie oder Ja, wie? genau. Also irgendwas, was er jetzt tut, ihr könnt es auch leicht hämmern hören. Und während er hämmert, schreit er. Ja, Ragnar hört bei jedem, man sieht, wie Ragnar bei jedem Hämmern einmal mehr das Gesicht verzieht. Und dann nur den Kopf schüttelt. Ich denke, wir sollten ihm seinen Gott dienen lassen und wir werden einen Weg finden, wie wir hier wegkommen. Wollen wir dann jetzt zu, auf diesen, in die Kapitänskajüte, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen? Oder was auch immer das ist. Vielleicht, nur vielleicht sollten wir wohl versuchen, dafür zu sorgen, dass er nicht unbedingt im Dienste seines Gottes stirbt. Ich sage es nicht gerne, aber wir könnten ihn noch brauchen. Und wie wollt ihr das anstellen? Tja, wir, also, nun, ihr meine ich natürlich, Wir laufen jetzt geht mit runter ihm in die da Arena rein. und töten den Kraken, euch bevor er es tun kann. Richtig, Myria. Du nicht, du bleibst hier. Wie jetzt? Wir wollen den Krakenmorch töten. Ist es nicht besser, ihn davon zu überzeugen, dass er das machen kann, wenn er wieder nun vollständig geheilt ist? Und der Was ist Molch denn muss nicht, so oder was so aus stimmt denn dem nicht mit diesem Weg. Mann? Kennt ihr euch nicht mit Chorgeweihten aus? Nein, nicht wirklich. Beim Thema Geweihte hat irgendjemand etwas von unserem gehört. Ja, den und Fiona sollten wir wohl zuerst einmal suchen, oder? Bevor wir uns um irgendetwas anderes kümmern. Ja, wir haben gerade jeden, der eine Axt hat, unten auf dem zweiten Deck und sie bearbeiten die Wände, aber ich höre noch keine Erfolge. Wollen wir dem Denke. nachgehen, was in dem Buch von diesem Iribalgur stand? Dass sich jemand von uns zum Kapitän ernennt und ja. Ich hatte es, glaube ich, schon einmal gesagt, vielleicht können wir dieser Arche befehlen, die beiden wieder auszuspucken. Das denke ich auch. Könnte sein. Gehackter Gedanke nicht, dass sich irgendjemand zum Archenkapitän macht. Ihr habt gesehen, was aus dem letzten geworden ist. Nun, irgendjemand muss es tun, sonst müssen wir dieses Schiff gleich hier versenken und können nicht damit gegen die anderen Ungeschaffenen angehen. Und mit dem Schwert, wenn man dem Buch Glauben schenken mag. Nun, dann müssen wir ja nicht gemeinsame Sachen mit den, ja, mit der Ersäuferin machen. Dämonen und erzdämonische Diener lassen sich nicht gegen ihre Herren richten. Egal wie lange man glaubt, dass es gut geht, Aber irgendwann fordern sie alle ihren Preis. wenigstens können diese Diener uns von hier wegbringen, anstatt dass wir hier elendig in ihrem Gebiet ersaufen. Wahrscheinlich auch nicht sonderlich weit bringen würde. Gut. Gehen wir doch und sprechen mit dieser Steuerfrau. Aber wer wird sich als Kapitän vorstellen? Meine Idee ist ja, wir würfeln drum. Gebt mir das verfluchte Schwert, meine Hand ist schon schwarz. Ich werde nicht Nein, zulassen, das dass mache noch ich. jemand daran packt. Ich Darum werde glaube, dich mein würfeln. Geist ist am besten dagegen gestärkt gegen diese Einflüsterung. Es wird. Schau dir Myria an. Es Sie wird nicht sieht. noch jemand an dieses Schwert fassen. Sie sieht in einer besseren Verfassung aus als du. Es muss auch niemand an dieses Schwert fassen. Geschrieben stand dort nur, dass es in
in seinem Besitz sein muss. Wir müssen es doch nicht mit bloßer Hand anfassen. Habt ihr gehört, Jalan? Euer Geist ist einfach zu schwach. Klappe zu. Myria, das ist nichts, worüber man lästern muss. Bei denen, die ihren Geist nicht stärken gegen diese Einflüsse, da ist das ganz normal. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Das hört sich zumindest logisch an. Ich wüsste zumindest nicht, warum Ragnar es nehmen sollte. Dem stimme ich zu. Ich möchte das Schwert auch gar nicht, aber ich denke, Myria sollte es kriegen. Aber ich will es gar nicht. Myria hat das Schwert nicht zu kriegen. Myria ist die Knappe. Die Knappe tut, wie man ihr befiehlt. Na dann. Dann verschränkt man nur die Arme, obwohl, die kann man gar nicht. Ja, dann zuckt man nur mit den Schultern. Also wie gesagt, ihr könnt würfeln. Sowas sollen wir nicht dem Zufall überlassen. Gut, Brindisian, tragt das Schwert bis nach oben, lasst es eingeschlagen. Schauen wir erstmal, ob wir damit durchkommen, es nicht anfassen zu müssen. Gut, machen wir es so. Falls doch jemand es anfassen muss... Ihr kennt meine Haltung. Vielleicht hat Evadarius da jetzt auch ein Mittel und Wege dazu zu sagen, wenn wir ihn denn vorher herausbekommen. Ihr könnt es im Gang vor euch klonken hören. Irgendjemand kommt vielleicht beim Holzbein auf euch zu. Herr Gnaden? Ja, es handelt sich dabei selbstverständlich um Bisfrabul Blutschluck. Ihr steht, wie gesagt, immer noch da, leicht in den Gängen versetzt und schaut euch um. Der steht, also ich habe ihn jetzt einmal hier hingezogen und ihr steht irgendwo hier, sodass ihr ihn sehen könntet. Wenn ihr euch einmal in der Dunkelheit so ein bisschen umblickt, könnt ihr sehen, dass er, ja, sein Knie war jetzt zertrümmert, seine Kniescheibe nicht mehr zu gebrauchen und er hat sich jetzt von beiden Seiten Äxte angelegt, so etwas größere Äxte, die Torvaler vielleicht benutzen und da dann riesige Nägel durch beide Seiten hindurchgetrieben, durch sein Fleisch, durch die Knochen, sodass das jetzt das Bein schient. Unglaublich brutal, aber das Bein sapscht auch so ein bisschen blutig, guckt euch grimmig an, zumindest kann er das Bein jetzt bewegen und knickt nicht mehr durch. So, ich bringe jetzt den Molch um. Ich habe sogar jetzt Waffen am Fuß. Zutreten sollte äußerst schmerzhaft sein. Euer Gnaden, ich sagte bereits, ich will euch nicht unbedingt aufhalten. Das könnt ihr auch nicht. Richtig. Aber haltet ihr es wirklich für klug, euer, ziehen wir nur mal die Eventualität in Betracht, euer Leben an Bord einer Dämonenleiche zu lassen? Euer Leben keine 100 Schritte entfernt von, ich zeige in die Richtung, einer Pforte des Grauens. Die, so wie ich das verstanden habe, seid ihr auch vor kurzem. Völlig egal. Ich sterbe nicht. Ich muss diese Eventualität also nicht in Betracht ziehen. Und wenn doch, wenn kein Chorgeweihter jemals sterben würde, wer füllt dann das ewige Schlachtfeld an der Seite eures Herrn? Denn ihr ja scheinbar nicht. Noch nicht. Die anderen waren einfach zu schwach. Jeder findet seinen Meister. Vergesst das nicht. Er schaut dich so ein bisschen abwägend an. Torheit. Du kannst sehen, du kannst Gier in seinen Augen sehen. Es bezieht sich nicht unbedingt auf den Krakenmolch. Er mustert dich, deine Rüstung, deinen anderthalb Hände. Er überlegt gerade, ob er dich angreift. Später. Also gut. Wir sehen uns auf dem Oberdeck. Und damit geht er die Treppe nach unten. Versaut mein Schiff nicht. Ich würde meinen, nachdem er dann weggegangen ist, entweder wir haben hier zwei Gefahren, die gegeneinander kämpfen. Danach müssen wir es nur noch einer von beiden stellen. Gehen wir. Sehen wir zu, dass er Vardarius vorbeikommt. Ich hoffe, er kann uns am meisten weiterhelfen. Geht ihr die Treppe nach oben? Ja, Fiona, du bist auch in das Loch gefallen, genauso wie Ephadaios. Du hattest noch kurz den Kopf von Myria über dir gesehen, dann wuchs auch das wieder zu, die Planken, ganz harmonisch, chaotisch. Und noch bevor du dich zurechtfinden konntest, mit einem Blick nach links, nach rechts, vor dir konntest du kurz Ephadaios sehen, der dich erschüttert anstarrte. Und dann wird die Luft gelb und bildet so etwas wie eine Blase um dich herum und die Holzwände wachsen auch hier
zwischen euch, sodass du jetzt ganz alleine bist. Alles ist dunkel, du kannst Krebse und Archenkäfer über dir spüren, wie sie rascheln, und du hörst das Pumpen des Herzens. Wie viel Platz habe ich denn um mich rum? Habe ich das vorher noch gesehen? Wenig. Also, ihr seid in einem, ja, etwa Zylinder. Wie groß war der Zylinder, den ihr gefallen seid? Ungefähr 2 Meter, aber dadurch, dass er jetzt zuwächst, stehst du jetzt in sowas wie einem Sarg. Ich bezeichne es ganz gerne mal so. Dann weißt du, wie viel Platz dir jetzt noch bleibt. Aufrecht. Ja, um dich herum, von hinten, von vorne, unter dir, spürst du jetzt, wie die Käfer heranrascheln und teilweise auch einige Schnecken, die an deinem Fuß nach oben gleiten. Du kannst doch einfach da also auf der anderen Seite hören, wie er wohl ja, ruft, vielleicht sogar nach dir. Und du spürst aber auch das Pumpen von dem Holz, wie es sich bewegt, wie es arbeitet und dich verschiebt. Dann brülle ich einfach mal Ephadaios zurück. Ich gehe mal davon aus, ich kenne ja seinen Namen inzwischen. Und wahrscheinlich wäre der erste Reflex, einfach mal um mich zu schlagen. Ja, also du versuchst so ein bisschen zu schlagen, deine Axt auch noch neben dir im Holz, aber du hast richtig wenig Platz. Wenn du zuschlägst, merkst du, wie das Holz weich ist, es ist von Wasser durchsogen und es riecht so widerlich. Die Luft ist weiterhin gelb und du kannst kaum noch mehr sehen, je nachdem, wie stark du jetzt auch Luft holst zum Schreien, zum Brüllen und dich verausgabst, merkst du, wie du diese Luft inhalierst, einatmest und sie kratzt in deinem Hals. Und einfach deine Stimmen werden leiser. Du kannst ihn dann nicht mehr hören. Sprich weiter, ich komme zu dir. Hörst du die letzten Worte von Everda aus? Ich würde mal in meinem, ja, versuchen, irgendwie, wenn ich den Platz habe, in meinen Rucksack zu irgendwie zu fingern und da mein ein Tuch rauszuholen, was ich dabei habe. Sei es nur ein kleines Taschentuch. Und mir das erstmal vor den Mund zu binden und vor die Nase. Ja, eine Gewandtheitsprobe und dann eine Fingerfertigkeitsprobe. Jo. Das gelingt, dann kannst du den Rucksack schon mal abstreifen und jetzt in der Dunkelheit kniest dich so ein bisschen hin. Du kannst nicht wirklich stehen, es ist zu. Du bist ziemlich groß als Torwalerin, kannst dich aber auch nicht ganz hinknien. Es ist unglaublich brutal, wenn du jetzt hier mehrere Stunden oder sogar Tage stehen würdest, würdest du glauben, dass du wahnsinnig wirst. Denn ja, weder stehen noch knien noch hinsetzen ist es nichts möglich, aber das Tuch kannst du dann herausfingern in der Dunkelheit und dir dann vor den Mund binden. Wenn ich das Letzte, was ich von Ephadaios höre, dass ich mich irgendwie bemerkbar machen soll, versuche ich, anstatt zu sprechen, um Luft zu sparen, mit der Waffe, also mit der Rückseite der Waffe, also mit dem Knauf quasi gegen das Holz zu schlagen, sodass er vielleicht dem Klang folgen kann, wo auch immer er gerade ist. Wirf mal eine Orientierungsprobe. Ephadaios oder ich? Ach, ich. Du bemerkst, wie du dich durch das Schiff bewegst. Wie gesagt, das Holz ist sehr weich und du spürst, wie es arbeitet. Du kannst auch einige Adern erkennen, die ja pumpen. Sie sind dann nicht nur rot, sondern wechseln sich ab, nachtblau. Und du wirst durch dieses Holz geschoben, durch das Schiff transportiert. Kann ich versuchen, mal mit der Axt quasi über meinen Kopf einfach zu fühlen, wie weit die Decke von mir ist? Weil ich bin ja durch ein Loch quasi nach unten gefallen, richtig? Genau, du bist durch ein So könnte ich Loch nach versuchen, unten. wieder nach oben zu klettern, irgendwie, indem ich zum Beispiel links und rechts die Axt in das Holz ramme und dann versuche, irgendwie nach oben zu klettern? Der Ausgang selber, du bist nicht unbedingt tief gefallen. Ich sag mal 2 Schritt und so 10 Halbfinger ungefähr. Mhm. So dass du da einfach direkt dann mit dem Kopf abschließt und dann konnte es über dir wieder zuwachsen. Und So. ja, jetzt, wie gesagt, du stehst in so einer Art Sarg und du könntest deine Finger dann leicht über deinen Kopf in so eine Rille greifen, aber es bringt nichts, dich nach oben zu ziehen, weil da ist dann auch, wie gesagt, das Holz dann und versperrt dir den Ausgang. Und während du Okay. dich weiter versuchst zu orientieren, du spürst, wie sich wohl dieser Herzschlag verändert, um die Position wechselt, wie du über dem Herz hinübergeschoben wirst oder darunter. Du weißt auch gar nicht mehr, ob du stehst oder auf dem Rücken liegst. Du hast ein bisschen die Orientierung verloren. Und dann kannst du sehen, wie sich ein, ja, sowas wie ein Bullauge bildet, das Holz zurück und du kannst
in ein Gesicht sehen. Eine schöne, ja, was ist das? Eine thulamidische Frau, vielleicht leicht maraskanische Züge, wie sie dich anblickt. Die ist ziemlich schön. Oh, eine Dienerin von Swafnir, das ist neu. Das ist interessant. Wer seid ihr? Könnt ihr mir hier raushelfen? Mhm, gleich. Ich... Wie gleich? Jetzt? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe schon ein paar andere versucht und... aber das ist so langweilig. Ich glaube, ich möchte noch etwas spielen mit dir. Ich möchte aber nicht mit dir spielen. Hol mich raus. Hm, dann spiel doch mit meinem Tierchen. Also guck gut. Mich mal um, sehe ich irgendein Tier oder meint sie wohl die Käfer, die da oben? Ja, du siehst, wie noch weitere Käfer und Schnecken an dir hochgekrochen sind. Du siehst auf die Wunde, du hattest ja noch diesen Bolzen, der in deinem Bein steckte. Du siehst, wie die Archenkäfer wohl, es kitzelt ein bisschen, diesen Bolzen herausziehen und dir eine gelbe, ja, etwas Gelbes in die Wunde drücken. Ist das Harz? Ist das Archenharz, was sie dir reindrücken? Was zum? Es ist so eklig, also, das heißt, wie sie an dir herumkrabbeln. Ja, also kann ich im Prinzip den Bolzen rausnehmen aus der Wunde? Also der Bolzen wird nach und nach von diesen kleinen Zangen, die sie haben, rausgezogen, Stück für Stück. Und wie gesagt, es kitzelt ein bisschen, es tut auch ein bisschen weh, aber es ist dieser angenehme Wundschmerz, wenn du spürst, wie sich langsam Schorf bildet und wenn die Wunde dann regeneriert, sag ich einfach. Also habe ich das Gefühl, sie tun mir was Gutes und nichts Schlechtes. Ja, es fühlt sich gut an, ja. Ich wollte nämlich sonst das Ding nehmen und sie ins Gesicht rammen, aber... okay, dann warte ich erstmal ab. Ja, wie gesagt, der Bolzen wird herausgezogen, fällt dann zu Boden und wird dann auch gleich in die Planken eingearbeitet. Du kannst sehen, wie was drüber wächst. Und die Käfer drücken dir dann mit ihren kleinen Zänkchen, sind sie da wohl ziemlich intelligent, könntest du fast sagen, drücken sie dir das Archenharz in die Wunde und verschließen das Ganze. Nochmal, also wer bist du, Mädchen? Nenn mich einfach Ranga, zischelt sie und du kannst sehen, wie sie eine gespaltene Zunge hat. Und bevor du reagieren kannst, öffnet sich der Boden und du fällst in eine Art Bassin. Ungefähr knietief Schritt, kannst dich leicht abrollen und dann, wo bist du? Es ist alles ein bisschen schummrig, dunkel. Du kannst an den Wänden leicht rote Krebse erkennen, die hier eingearbeitet sind und komisches Licht spenden. Um dich herum sowas wie Bänke. Du stehst in einer Arena. Verdammt, was soll das denn? Oh, Mädchen, komm zurück! Ja, du siehst auch, wie sie über dir aus dem Holz nach unten guckt zu dir. Hier sind deine Waffen. Weiteres Klonken und dann siehst du, wie deine beiden Äxte aus dem Holz nach unten fallen. Habe ich jetzt nur meine Äxte oder den Rucksack auch noch? Dein Rucksack, der hängt da wohl an so einer Astgabel und da müsste man halt dran lang, ungefähr auf 4 Meter Höhe. Wenn du eine zweite Person hast, dann kommt man da ran. Ist auf alle Fälle nicht weg, aber so fällt er auch nicht ins Wasser. Okay. Ja, dann schnell die Äxte aufsammeln und gucken. So, Initiative. Das ist ein Spaß gehabt. Verdammt! Ignoriere bitte deine Wunde. Du hattest ja noch eine regeltechnische Wunde. Die bitte ignorieren. Du hast aber deine aktuellen... Also die Lebenspunkte bleiben gleich. Ist nur, dass du die Wunde einmal wegkreuzen kannst. Okay. Du merkst, wie sich in einem Ende der Arena etwas bewegt. Eine Schlange? Eine kleine Seeschlange? Ranga selber? Nein. Mehr. Das sind Fangarme. Tentakel. Du ziehst kurz durch. Eine Rechnenprobe. Oh Gott. Und eine Tierkunde hinterher, wenn du willst. Sie wäre erleichtert um 3 Punkte sogar. Weil du Torwalerin bist. Ich glaube, Tierkunde habe ich nicht mal. Wird es bei Wissen? Dann habe ich es nicht. Ja, die Tentakel sind einfach zu viel. Du kannst nicht unbedingt zählen, wie viele es sind. Und das ist auch erstmal völlig egal, denn jetzt zucken die Tentakel heran. Der Krakenmolch kämpft auf HNSP Sternchen, das heißt, er kann dich in beliebiger Distanzklasse angreifen. Seine Ini ist aber nur 8 plus 3 sind 11. Wo ist deine Initiative? 20. Oben 20. Dann kannst du die Initiative quasi bestimmen, beziehungsweise die Distanzklasse. Ja. Das ist völlig egal.
ja, das hört sich so an. Ich lasse ihm erstmal den Vortritt und dann gucken wir. Okay, dann greift er dich mit nur 3 Tentakeln an. Nur 3, wie schön. Ja, möchtest du parieren? Möchtest du umwandeln? Ich wandle erstmal um. Ich will erstmal defensiv kämpfen. Okay, das heißt, du hast 2 Paraden. Ja. Und ich weiß gar nicht, hast du noch eine dritte Aktion? Ich glaube, ja. Ne? Ja. Ich überlege gerade, wie sieht's aus? Jalan, du weißt das. Du hattest damals gesagt, ich muss, wenn ich es umwandeln will, muss ich aktiv vorher sagen, dass ich es umwandeln will mit den 3 Aktionen. Genau, ich überlege nämlich gerade, ob du die dritte. Du kannst aber deine AT, die du bekommst, nicht umwandeln. Die AT, die du aus beidem Kampf bekommst, ist im Grunde eine Attacke, die in 2 Attacken aufgespalten wird. Genau, wenn du das heißt, verfällt die dritte. Entweder du hast 2 Paraden oder du hast 3 Angriffe. Oder du hast 2 Angriffe und 1 Parade, das geht auch. Ich habe immer noch Ausweichen, also ich werde das auf jeden Fall, dann werde ich 2 parieren und 1 angreifen. Okay, 2 parieren. Sonst verfällt es ja. Nee, also wenn du 2 Paraden hast, kannst du nicht mehr angreifen. Achso. Also entweder 3-mal angreifen oder 2-mal angreifen. Was mache ich dann mit der dritten Aktion? Attacke ist sie dann einfach weg? Nee, du hast nur eine dritte Aktion, wenn du mindestens 1-mal angreifst. Achso, okay. Also ich kann es dir nochmal sagen, entweder 2 Paraden. Oder ja. 3 Attacken. Das habe ich schon verstanden, aber es ist ja doof. Eine AT und 2 Paraden. Dann ist ja eine Attacke weg, egal. Ja, dann eine AT, 2 Paraden sind doch gut. Eine AT, 2 P. Moment, ist das richtig? Du hast gerade gesagt, das geht nicht. Entschuldigung, genau. 2 AT, ich habe es falsch geschrieben, und 1 Parade. So, Entschuldigung, verzeiht. Okay, nee, du kannst dann aber immer noch frei ausweichen. Ja, dann brauche ich 2-mal und dann gucke ich mal, ob ich ausweichen muss. Ja, ist klar. Gut. 3 Attacken vom Mönch. Das ist 1-mal getroffen, das heißt, du kannst 1-mal parieren, die 8. Okidoki. Das sieht gut aus. Jo. Ja, dann kannst du noch 2-mal attackieren, denn der Krakenmönch ist fertig. Aber ich habe doch umgewandelt, geht das dann trotzdem noch? Ja, jetzt bist du dran mit deiner Aktion. Okay. Da. Der Molch kriegt den halben Waffenschaden. Kriegt er? Weiß ich nicht, weil es nicht da. Glaube ich schon, ja, warum nicht? Also, dann können wir das einmal machen. Würfel mal. Genau, das ist das erste Mal der Schaden durch die Streitaxt. Das heißt, das wäre jetzt bei der Parade, ne? Genau, das ist der Tentakel greift an und du schlägst mit der Streitaxt ihn weg. Dadurch, dass es dann für den Krakenmolch eine waffenlose Parade ist und er hat keinen Eisenarm, ist das einmal 7 halbe, sind 4. Und jetzt ist doch mal deine Attacke, die gelungen ist. Ja. Ja. Ich habe ja nichts angesagt, deswegen. Gut. Ja, die Tentakel zucken zurück. Nächste Kampfrunde. Er macht 3-mal Angriff. Ja. Ich will nochmal defensiv, weil ich noch nicht weiß, was er mir für einen Schaden macht, wenn er mich trifft. Deswegen immer noch defensiv, bitte. Ja, okay, du willst also warten, was er. Wir warten, was er mir machen kann, bevor ich weiß, ob ich es einstecke für eine Aktion. Ja, er trifft wieder auf die 8 und dementsprechend 1-mal getroffen. Okay. Dann kannst du wieder den halben Schaden machen. Ja, ich möchte ansagen, war meine Attacke jetzt? Ja, dadurch, dass du in der richtigen. Ja, du musst erst die Ansage machen. Achso, Entschuldigung, das war der Schaden. Hey, das war doch jetzt nur der Schaden. Genau, richtig. Der ja, jetzt kommt die Ansage. Ich mache um 4. Also kein Hammerschlag, sondern einfach nur Wuchtschlag 4. Wuchtschlag 4. Geht doch, ne? Ja, ohne Probleme. Juhu! Dann getroffen. Ist das getroffen, kannst du Schaden machen. Der Modifikator war noch nicht drauf, das heißt, wir haben 14 Schaden mit der Streitaxt. Dann fliegt der erste Tentakel durch die Luft und es verbleiben 8 andere, beziehungsweise 7 andere. Okay, da ich das Rechnen so verkackt habe, keine Ahnung, es sind Tentakel da. Ja, genau, also du hast auf alle Fälle noch ein bisschen was vor dir. Der Tentakel greift auf alle Fälle wieder an, wieder 3 Stück. Ja. Also sehen, wie er dich wohl zu greifen scheint, also versucht hinter dich zu kommen, um dich heranzuziehen auf eine andere Distanzklasse. Das ist zumindest seine Idee. Will dich an sein Maul heranziehen, schafft es wohl aber nicht.
Okay, ich muss. Er wäre jetzt nicht umgewandelt, das heißt, im Prinzip habe ich jetzt noch 3 Attacken, richtig? Das müsstest du vorher ansagen. Oh, du hast ja jetzt gemacht. Achso, egal. Ja, dann egal. Dann mache ich jetzt die Attacken, die mir noch bei. Ja. Ja, wieder getroffen. Kannst du wieder Schaden machen? Ja. Nächste Runde möchte ich anders machen, sag ich jetzt schon. Okay, gut. Dann. Alles ganz so schnell gewürfelt. Ja, alles okay, gut. Das ist wieder ein bisschen grünes Blut, was von dem Tentakel in der Arena verspritzt wird. Und dann ist die nächste Kampfrunde wieder dran. Der Molch hat noch genug Tentakel zur Verfügung und dementsprechend würde dich wieder heranziehen wollen. 3 Attacken. Möchtest du umwandeln? Ich möchte auch ihn 3-mal attackieren. Okay, weil dann hast du keine. Er hat so scheiße gewürfelt, das heißt, Fiona denkt, okay, alles klar, der kann ist nix. Ein scheiß Gegner. Ja, alles klar, dann hast du keine Parade. Nee, aber ausweichen habe ich ja noch. Ja, ich vermute, du möchtest zuerst angreifen oder willst du, dass er zuerst angreift? Nö, ich mach zuerst. Ja, habe ich mir gedacht, das macht nämlich keinen Sinn, dass du verzögerst. Jens, möchte ich ihn noch Hammer schlagen? Das, mach mal. Ja, wie viel Hammerschlag? Normal. Normal, das heißt, mit deinem Waffenmeister auf die 19. 3 habe ich gewürfelt. Dann hast du getroffen, das ist ganz normaler Schaden, den du dann verdreifachen kannst. Jo. Die gebe ich jetzt eigentlich ein mit dem mal 3 jetzt hier bei Fantasy Grounds, oder? Einfach dann den Schadenswürfel und wir können das dann von Hand verdreifachen. Sind 6 mal 3 sind 18. Dann fliegt der nächste Tentakel durch die Luft und es bleiben 6. Dann kommt deine nächste Attacke. Ja, nochmal will ich Hammer schlagen. Ja. Kann ich nochmal, ne? Ja. 17, das ist knapp gelungen. Mhm. Schaden. Sind 30 TP, das ist der nächste Tentakel. Ihm bleiben 5. Dann ist jetzt in der Initiativreihenfolge er dran. Mhm. Er hat aber noch genug, das heißt, er hat immer noch 3 Stück. Und greift dich 3-mal an. Oh Mann. Ich hatte Glück, ey. Ja, okay, dann kannst du deinen nächsten Hammerschlag ansagen. Oh yeah. Da darfst du nichts reinstecken, also einfach nur gegen die 19 der Hammerschlag. Ja, genau. Darfst du nicht erhöhen. Shit, gepatzt! Oh yeah. Aber nicht bestätigt. Nicht bestätigt. Schade. Gut. Ja, nächste Kampfrunde. Du kannst hinter dir etwas hören. Irgendjemand poltert heran und kommt näher. Ganz leicht ist Brummen hören und ja, du kannst etwas hören. Vielleicht so etwas wie tierisches Gebrüll von einer Katze. Ich brüll ganz zurück. Leicht. Weiß nach mir, stirb! Und dann. Ja. Diese Runde möchte ich 2 Attacken und 1 Parade machen. 2 Attacken und 1 Parade. So wie ich sonst auch. Genau, so wie du es könntest. Gut, dann darfst du. Möchtest du zuerst parieren oder zuschlagen? Nein, ich möchte erst angreifen. Gut, ja, er hat noch 5 Tentakel, von daher ist das okay. Ich wuchschlage ihn. Da, fühl dich gewuchschlagen. Ja, du musst einen Wuchschlag ansagen. Ganz normal. Dann ist das, wenn ich nichts ansage, ist doch ganz normal, oder nicht? Ja, aber wenn du sagst Wuchtschlag, dann musst du auch sagen, wie viel Wuchtschlag. Ich hab nicht versprochen, Hammerschlag. Nee, das ist jetzt ein Wuchtschlag. Das ist ein Wuchtschlag 1, das heißt auf die 22, dann hast du 1 TP mehr reingelegt. Juhu. Das wären dann, 8. 7 Punkte plus 1 sind 8, das ist kein Tentakel. Ihm bleiben immer noch 5 Stück. Ja, ich habe ja noch eine zweite Attacke. Richtig. Jetzt Hammerschlag. Sprechen nicht mehr. Ja. Die 19. Ja. Knapp gelungen. Wow, sind wieder nur 18, ist trotzdem ein Tentakel, bleiben 4. Hinter dir kannst du ein lautes Brüllen von einem Mann hören. Das ist mein Gegner! Und dann stürmt er heran. Du kannst es weiter klonken hören über die Tribüne. Dann platscht es und jemand nähert sich dir von hinten. Ich brüll zurück, verzieh dich! Ja, und lass mich davon nicht beirren, weil es mein Kampf. Ne? So, bin ich jetzt zu stolz, den zu 3 Attacken vom Tentakel auf dich. Ja. 2 Treffen. Und eine Parade übrig. Du hast eine Parade über, richtig? Scheiße. Ist auch gelungen. Gut, dann hat er dich trotzdem und er wirkt dich. Krieg trotzdem erstmal Waffenschaden, oder nicht, für die Parade. Ja, das ist richtig, aber nur den halben. 5, dann würfel ich einfach mal 1W6 plus 6. Dann kriegst du 7 TP. Kannst du Rüstung abziehen, wenn du welche hast? Ja, hab ich.
Was ist das, ein Ganzkörper, wenn mich wirkt? Oder weil ich habe ja nur bestimmte Stellenrüstung. Ja, er wirkt, beziehungsweise er quetscht dein linkes Bein ein. Okay, natürlich, da habe ich keine Rüstung. War ja klar. Ja, dann kannst du nur sieben, also sechs. Das dürfte aber keine Wunde sein. Ich habe nur einen Rüstungsschutz bei den Beinen, deswegen sechs. Gut, dann sind das 6 SP, trotzdem jo. Keine Wunde, also da bist du eisern genug. Und dann stürzt sich hinter dir ein halbnackter Mann in den Kampf. Er hat wohl das Würfel meine Sinnesschärfeprobe, bevor ich dir jetzt hier mehr erzähle. Okay. Ja. Reicht. Ja, ein tulamilischer Krieger, der sich jetzt in den Kampf stürzt. Er hat an seinem Bein verschiedene Äxte rangebunden, was auch immer das für einen Sinn erfüllt. Das würde ihn eher behindern. Und er hat in seinen Händen jetzt eine Axt und ein Schwert, weil cool. Cool. Und ja, stürmt jetzt einmal auf dich und den Krakenmulch zu. Und ja, nächste Kampfrunde, er würde mit einer Attacke dich angreifen und mit zwei Attacken den Krakenmulch. Was?